Ja, liebe Freunde, unser neues Video heute wieder, diesmal zum Thema, was genau und wie genau wirkt Schülercoaching. Und Sie können sich das vorstellen, dass die Menschen wirklich zu mir, die Jugendlichen und die Studenten mit allen Themen des Lebens kommen. Da gibt es manchmal Anfragen mit Gesundheitsthemen, da gibt es meist das Thema Schule, manchmal Einsamkeit oder Mobbing, manchmal oder oft Schulprobleme mit den Noten, mit den Lehrern. Und manchmal gibt es einfach auch familiäre Spannungen zwischen Eltern und Kind oder die Eltern merken, ihr Kind ist relativ einsam, machen sich Sorgen. Jedenfalls kommen mit einem ganz riesen Spektrum Jugendliche zu mir und Menschen in der Aufbauphase des Lebens, wie ich immer sage, und suchen eine Antwort, um einen Stuck State, wie wir vereinfacht sagen, sowas wie eine Sackgasse des Lebens zu überwinden. Und das ist dann meine Aufgabe, den Weg sozusagen für diese Jugendlichen zu finden, zu bereiten und dazu die Methoden anzubieten. Nun habe ich einen riesen Methodenschatz. Sie können sich das etwa so vorstellen, wie wenn Sie 400 Kochrezepte haben oder 1000. Also 400 ist allein in einer Ausbildung an Methoden von mir eingeübt worden, die gewissermaßen vorgegeben sind, aber dann habe ich eigene Methoden entwickelt und ich kombiniere Methoden und dann hat man ja auch noch andere Methoden, Ausbildung und Fortbildung, sodass eine unendliche Menge an Angeboten im Grunde da sind. Der einfachste Weg, wenn Menschen kommen, ist, wenn sie noch sehr unsicher sind, ihnen zu helfen, erstmal sie dort abzuholen, wo sie sind, und sie kurz zu fragen, was genau ist denn eigentlich dein Problem? Ja? Und dann fangen die Menschen oft an, die Ursachen zu erzählen, auch Jugendliche, je nachdem, wie ein Jugendlicher veranlagt sind, die Erwachsenen, weil wir einfach gelernt haben, wenn man über die Ursachen spricht, dann wird schon irgendjemand eine Möglichkeit finden, die Blockade aufzulösen. Aber wenn Sie da in den Hintergrund immer schauen und Ihr Gehirn darauf ausrichten, ist es so ungefähr so, wie wenn Sie rückwärts ohne Scheinwerfer durch die Straßen fahren. Sie schauen in die dunkle Vergangenheit und versuchen dort Licht für die Zukunft zu kriegen. Das funktioniert natürlich irgendwie ganz, ganz schwierig. Das kann man einsehen. Oder wenn manche Klienten, gerade Eltern, die schon viele Erfahrungen mit Gesprächscoaching etc. haben und erfahren haben, man soll da seine Probleme erzählen und dann erzählen die und erzählen. Das ist ungefähr so, wie wenn sie jemanden, der ein gebrochenes Bein hat, ein zweites Mal die Treppe runterschmeißen, in der Hoffnung, dass das Bein wieder zusammen sich fügt. Denn, seien wir doch mal ehrlich, ob wir ein Problem einmal oder hundertmal besprechen, allein vom Besprechen löst sich das Problem nicht. Und meine Aufgabe ist jetzt, dadurch, dass ich sehr konzentriert zuhöre, sehr offen wahrnehme, dass ich schon von vornherein erkenne, wo, auf welcher Ebene liegt das eigentliche, die eigentliche Blockade. Jemand erzählt, dass er immer wieder in dem Leben die gleichen Probleme passieren. Jemand erzählt, bei Schülern sind es ja oft noch die einfach strukturierten Themen, Prüfungsängste. Und für ihn ist es so selbstverständlich, dann sagt der Jugendliche zu mir, bei solchen Prüfungen muss man doch Angst haben. Mann, ja, Mann ist immer so das Zeichen, jeder hat es und da kann man eigentlich gar nichts machen. Man kann, und zwar ist es so, dass die Menschen bei mir dann sozusagen an einem Punkt, ein Symbol für dieses Problem, einmal oft nur eine Karteikarte mit einem Wort drauf, wie sie dieses Problem zu fassen liegen haben, wenn sie von dem Problem reden, auch in diese Richtung dann schauen. Und ich frage dann, ja, was ist denn dein Wunsch, was ist denn dein Ziel, woran wirst du erkennen, dass diese Sitzung hier für dich erfolgreich war? Und da kommen dann meist sehr, sehr gute Antworten. Oft wissen die Jugendlichen gar nicht, ja, was. Und dann muss man ihnen helfen, dahin zu finden. Und dann kann man ihnen helfen, der Frage nachzugehen, so wie sie da hinten in die Ursachen, was wären denn die positiven Folgen, wenn sie zum Beispiel gute Noten in der nächsten Prüfung haben oder wenn sie selbstbewusst sind. Und dann kommen, ja, meine Eltern würden sich freuen, mein Freizeit wäre entspannter, ich kann konzentrierter arbeiten, ich habe mehr Berufsaussichten
Und das kann man dann ausfächern. Man muss es oft gar nicht ausfächern. Je jünger ein Mensch ist, je weniger Folgen reichen, um ihm zu helfen, weil ein ganz junger Mensch noch sehr in der Gegenwart lebt und Vergangenheit und Zukunft sich dann im Leben mit der Lebenserfahrung immer mehr ausfächert und ausweitet. Aber Ziel ist es, ihm dann auch die Erfahrung zu geben, wie genau fühlt sich das an und dieses Gefühl dann auch wieder zu konkretisieren, wenn du so in den Alltag gehst, wenn du in den gleichen Situationen bist und den Weg zwischen dem Problem und dem Ziel zu besprechen, welche Stationen dazwischen sind und den Klient auch erfahrbar machen. Und dann kann ich auch mit dieser Methode sehr gut überprüfen, ob das, was ich beim Klienten getan habe, schon sitzt und wie gut es sitzt. Denn wenn ein Klient am Ende der Sitzung bei den gleichen Themen nicht mehr zum Problem schaut, wie bei dem Anfang der Sitzung, also ich stelle dann ähnliche Fragen, bringe ähnliche Themen, sondern von alleine mit seiner ganzen Körpersprache, mit seiner ganzen Körperhaltung, mit seinen Augen, immer in diese Richtung dessen, was er sich eigentlich im Leben wünscht und wo, was ihm eigentlich zusteht, geht, dann weiß ich, dass er das schon verinnerlicht hat. Und dann kriegt man in der Regel, die meisten Klienten kommen, junge Klienten kommen so drei, vier Sitzungen, dann kann man diesen Zwischenweg immer noch verstärken und ausbauen oder neue Themen oder neue Wege finden, zusätzliche Wege und Strategien und helfen auf anderen Ebenen. Und dann wird das von Mal zu Mal immer stabiler und das heißt, der Jugendliche erreicht ein stabiles Level, was seine persönlichen Ziele und die seiner Eltern für ihn bedeuten. Und dieses Vorgehen ist sehr, sehr effektiv, aber es ist nur eine Methode, eben wie gesagt von ganz vielen, eine Methode, die typisch ist für eine Anfangssitzung. Und Sie werden jetzt vielleicht auch verstehen bei der Komplexität der ganzen Sache, weil jeder Mensch ein eigenes Universum ist, der zu mir kommt, kann man nicht sagen, ich arbeite mit allen gleich, sondern ich arbeite mit jeder Person individuell. Und daraus zieht mein Coaching seine Effektivität und ist das Angebot, was Ihrem Kind helfen kann, jetzt die Weichenstellung im Start des Lebens genau in die richtige Richtung eben zu stellen. Ich wünsche Ihnen in jedem Fall und Ihrem Kind eine gute, eine helle und eine freundliche Zukunft. Und wenn Sie mein Angebot interessiert, wenden Sie sich gerne an mich und ich würde mich freuen, Sie und Ihre Kinder in der Startphase des Lebens auch persönlich kennenzulernen. Ihnen alles Gute und bis bald.